Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 2 mit Paxis. Wir sind immer noch dabei, Verbündete für unseren Kampf gegen das Chaos zu sammeln. Und vielleicht haben wir jetzt hier auch was Verbündetes. Flammenschmetterling dreimal. Wofür brauchen wir denn den? Wir brauchen noch gar keine Fackeln. Egal! Ich würde jetzt fast behaupten, das war's dann mit den Vorbereitungen. Und wir werden jetzt wahrscheinlich wieder irgendwo rauskommen, wo wir schon waren. Und werden uns in den Chaoskampf stürzen müssen. Mit zwei weiteren Verbündeten, also insgesamt zu vier, also drei Freunde. Ja, das stelle ich mir als machbar vor, wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt sind wir hier, alles klar. Sage ich doch, zwei Verbündete, jetzt zu insgesamt vier, drei Ritter. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir da sogar noch ein Phantom rufen könnten, rein theoretisch, ist aber auch nicht so wichtig, weil ich es erstmal ohne probieren werde und mit meinen drei Freunden. Bin mal gespannt, was passiert, wenn wir das Chaos besiegt haben. Wir leveln nochmal eins hoch und gucken mal beim Schmied, was wir mit unserem ganzen Titanit so anfangen können. Okay. Was braucht denn dieses schwarze Schwert? Das ist schon mal recht teuer und braucht direkt glitzerndes Titanit. Okay. Könnte auch eine Waffe sein, die man nur auf plus 5 bekommt. Hm. So, Armbrust, dann die Brocken. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir sie nochmal brauchen werden im Spiel. Was braucht das? 3 von 2, ach so. Ja, dann, egal, glaube ich, egal, scheiß drauf. Wir jetzt das Chaos, den Chaoskampf machen, wir leveln jetzt mal auf und dann ab geht's. Auf geht's, drei Tage wach. Boah, Level 169, das ist schon hart. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, wo ich bei Level 169 war. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das Schwierige am Kampf sind ja eigentlich nur die Anzahl der Gegner, nicht die Gegner an sich. Aber vielleicht reichen ja drei Verbündete. Der eine hat auf jeden Fall so gut wie gar nichts bewirkt, da war er sofort tot. Eins, zwei, drei. Zwei mit Schwert und Schild und einer mit Großaxt und Schild. Oh, da ist noch ein vierter Platz. Was und wo habe ich das denn übersehen? Fuck. Vielleicht doch im eisigen Umland noch irgendwo einer gewesen. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Ach Mist, da bin ich extra nochmal die ganzen Wege zurückgegangen und habe alles nochmal gemacht. Aber hab halt leider keinen weiteren gesehen. Ja, mal gucken, wie es jetzt mit drei Verbündeten schafft. Oder wie es mit drei Verbündeten aussieht. Ja, ich sollte ein bisschen Ruhe, ne, ins Spiel reinbringen. Oh, die können sogar zaubern. Dann kann ich nicht rennen. Einer weniger. Rekord wären zwei. Au, dieser scheiß Zauberer, bring ihn doch mal um, verdammt. Fuck, es werden immer noch viel zu viele, meiner Meinung nach.
Sehr gut. Oh, es sind aber trotzdem noch. Boah, es ist echt heftig. Würde gerne einsammeln, was da liegt. Vielleicht können wir das helfen. Verkohlte ist echt scheiße, dass ich meine Freunde alleine kämpfen lassen muss, aber brauche halt leider erstmal Energie. Die machen echt richtig viel Schaden. Nein. Ich würde echt gerne ein Phantom noch holen. Mal gucken, ob das klappt. Ich hab halt keine Lust, jetzt noch zu suchen und rauszufinden, wo der vierte ist. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass der vierte so viel bewirkt. Also, drei ist immer noch viel zu wenig, habe ich das Gefühl. Und daher werden auch vier noch viel zu wenig sein. Wir haben auf jeden Fall schon mal mehr umgebracht als beim letzten Mal. Okay, es kommen zumindest keine neuen. Kann das sein? Vielleicht schaffen wir es ja doch. Oh, aber nicht, wenn der so schnell da ist. Ich renne nochmal auf die andere. Oh, dass er mich trifft. Verdammt. Die andere Seite in der Hoffnung, dass ich. Oh, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr rennen. Das könnte trotzdem reichen. Ich muss mich konzentrieren, deswegen bin ich wieder ruhig. Okay, sieht echt gut aus. Nice. Stimmt, ich wollte die ganze Zeit probieren, ob ich die aufspießen kann. Nicht so aus. Wow, war es das oder kommt noch ein richtiger fetter Boss? Würde mich zumindest nicht wundern. Oh, es klingt ganz danach. Es klingt nach fetter Boss. Okay, wir gucken uns erstmal die Sachen an, die wir gefunden haben. Das war, glaube ich, eine Waffe und. Scheiße. Okay, das machen wir dann. Ich dachte, wir müssen da reingehen. So, jetzt wieder Ruhe, Konzentration. Vielleicht schaffen wir es ja beim ersten Mal. Das ist der König, oder?
Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, fuck, er macht den Magieschaden. Das ist ein großes Problem. Das ist ein richtig großes Problem, der Magieschaden. Aber er macht ja auf Garantie Magieschaden und körperlichen Schaden. Das heißt, ich kann nicht einfach das Magieschild nehmen. Oh, scheiße. Mal gucken, ob ich mir hier mit irgendeinem Freund den Chaoskampf gönnen kann. Wobei, da müssen wir dann ja wahrscheinlich auch relativ schnell. Es könnte auch sein, dass ich mir, wenn ich mir einen Freund hole, falls es überhaupt gehen sollte, dass dann der nur am Anfang bei den kleinen Mobs dabei ist und dann, wenn ich gegen den fetten Boss kämpfe, nicht mehr da ist. Oder der Black Witch, ein Zauberin. Oder der Boss kommt jetzt direkt. Wir müssen die Kleinen gar nicht mehr platt machen. Mal gucken. Aber erst, wenn ich mir die Sachen angucken, die ich bekommen habe. Haben wir nicht eine Waffe bekommen von denen? Ach hier, verkohltes Lois Großschwert. Macht Flammschaden, also Feuerschaden, okay. Verkohltes Großschwert der Ritter von Lois, dessen Klinge vom Feuer geschwärzt ist. Den Rittern von Lois fehlt jegliches Selbstgefühl. Sie waren vom Drang angetrieben, jene auszulöschen, die die Flamme störten, selbst ihre eigenen Landsleute. So. Verkohlter Lois Helm. Die Ritter von Lois stürzten mit ihrem Gebieter in das uralte Chaos und verloren ihr Selbstgefühl. Bis zum heutigen Tag erleiden sie gemeinsam mit ihrem einst stolzen König Todesqualen. Ich glaube, das Oberteil haben wir nicht bekommen. Holte Lois Gamaschen, die sind ja sogar teilweise einen Tick besser, guckt mal. Normaler körperlicher Angriff 119 zu 118. Und auch etwas resistenter gegen Feuerschaden etc. Na gut, gibt es noch irgendwo jemand anderes außer die Hexe? Aber ich könnte jetzt glaube ich auch einfach dann ein anderes Phantom rufen, wenn wir noch jemanden anderes sehen. Ansonsten probier es mal mit dem Phantom. Was? Bin doch immer noch ein Mensch, oder? Scheiße. Glorf, wer ist das denn? Warum ist das jetzt jemand anderes? Lorf? Da. Könnte natürlich sein, dass... Endlich. Der sieht krass aus. Komm, Klorf. Ist das jetzt vielleicht kein CPU-Gegner, CPU-Spieler, sondern jemand echtes? Nee, oder? Knight Prerobed. Das sind auf jeden Fall merkwürdige Namen, muss ich zugeben. Und die haben auch merkwürdige Sachen an, also vielleicht ist es jetzt wirklich ein richtiger Spieler? Hm. Weiß es nicht, egal. Es soll mir auf jeden Fall helfen. Okay, wenn er gut kämpft, wenn er auch nur ansatzweise so gut ist wie ich, dann sollte das auch machbar sein. Die Frage ist halt, ob es am Ende Sinn macht, aufs Magieschild zu wechseln. Das weiß ich noch nicht. Also, dann brauche ich meine Überreste wieder, wichtig. Nummer 2. Ich weiß gar nicht, wie viel wir besiegen müssen. Ja.
Aber natürlich nicht zu. Das kann spielen. Oh Gott, das ist deutlich, deutlich einfacher, aber ist auch ganz schön unübersichtlich. Was? Noch nicht tot? Muss aber genau im richtigen Moment abgewehrt haben. Ja. Ich wehre auf jeden Fall gerade nicht genau im richtigen Moment ab. Eiskrieger scheint sich auf jeden Fall dafür zu opfern, um diese Portale zu schließen. Das ist scheiße, weil das bedeutet ja, dass dann... Ah doch, geil, einer ist übrig geblieben. Also jetzt zu dritt gegen einen, komm. Werden wir ja wohl schaffen. Ich heile mich mal komplett. Zu dritt gegen einen, komm schon, Baby. Er heilt sich auch, sehr schön. Aber finde ich richtig geil, mal so eine Massenschlacht, ey. Das ist cool. Okay, das ist nicht auf mich los. Was ist denn hier los? Hallo, bleib bei mir. Ach, scheiße, das Tor ist noch auf. Jetzt kommen noch andere Krieger raus, wie es aussieht. Das ist ja richtig kacke. Ah, der macht jetzt zu. Sehr geil. Zu leichtsinnig werden, Chlor, wir schaffen das schon. So, ich wechsle mal auf das andere Schild. Gucken, ob es schlau ist, ich hoffe mal. Ah, ich glaube, wir blocken mehr Schaden. Machen nicht mehr so viel Schaden, verdammt. Oh, mach mal keinen Scheiß. Oh, wir sind viel schwerer, daran habe ich nicht mehr gedacht. Scheiße. Wenn wir uns immer abwechselnd heilen können, sollte das ja klappen. Kommen leider nicht den Angriffsfokus auf mich, damit er sich heilen kann, jetzt vielleicht. Halt er sich denn nicht erstmal? Halt dich doch erstmal, Glorf! Oh nein, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben! So, Glorf, jetzt bist du wieder dran. Oh, sehr gut, er macht's wirklich. Greift mich wieder an. Ich würde halt gerne erstmal heilen. Oh, er hat wieder normal Schwert. Das ist ja geil. Selbst mit dem Kloof zusammen noch ein sehr taktischer und anstrengender Kampf. Scheint eine hohe Ausdauer zu haben, der Kloof. Kann oft angreifen. Ja! Vielen Dank, Kloof. Geil gemacht. Nice. Weiß aber nicht, wie man die Gesten macht. Seele des Weißen Königs. 124.000. Und jetzt? Ich wünschte, ich könnte auch so eine... Wie macht man das denn? Ah, ist schon weg, schade.
Wir haben es geschafft, wie geil ist das denn? Die Seele des weisen Königs von Eleum Lois. Der stolze weise König war barmherzig und verschrieb sich dem Schutz seines großartigen Reiches, bis er von den Flammen des Chaos verschlungen wurde. Mit der wundersamen Seele dieses Königs können mehrere Seelen erworben werden oder etwas Kostbares geschaffen werden. Yay, wir haben es geschafft! Krone des weisen Königs. Und jetzt muss ich jetzt einfach... eine faule Hitze klimpen in der uralten Krone. Krone des weisen Königs, der einst dieses Land regierte. Hoch im Norden baute ein König eine große Kathedrale, um die tobende Flamme zu besänftigen. Doch als er den Verfall seiner Seele spürte, verschwand er ohne ein Wort und hinterließ alles Al-Sana, die ohne jemandes Wissen an seiner Seite Platz gefunden hatte. Doch dies geschah vor langer Zeit. Heute erinnert sich niemand mehr an des Königs Namen. Ja, es ist klar, es ist alles so lange her, ne? Normal bei Dark Souls. Dann schauen wir mal, was er uns zu sagen hat, nachdem wir das hier gepackt haben. You've granted my one wish. Now, I have no regrets. I was born amidst the dark, long ago, in the depths of the abyss. The dark shattered into tiny pieces, one of which was me. How frightened I was. A frail thing, born from but a splinter of dark. I felt that I might simply disappear. I am, in fact, the incarnation of my father's fears. I saw that the king of this land was strong. I sought him only to sustain myself, to smother my fears. Now I realize that he may have known all along. I was born of fear, and my lord provided comfort. And so, here I remain, heiress to my lord's wishes, watching over chaos until the end of time. The knights of Eleum Lois were swallowed by the chaos. Where their souls still remain, I pray for their deliverance. The knights of a lake where their souls still remain. Okay, das war's mit dem Gebiet. Ich überlege halt, ob ich mir jetzt den Aufwand betreibe und die anderen Gebiete suche. Und ob ich hier Dark Souls 2 beende. Kann ja schon noch viel zu sein, aber ich muss zugeben, dass so ein bisschen die Luft raus ist bei mir, seitdem ich dieses schwache Ende vom Hauptspiel mitbekommen habe. Das hat es bei mir ein bisschen kaputt gemacht, zugegebenermaßen. Ich denke, ich werde das Spiel hier beenden. Vielleicht packt es mich nochmal, ich komme zurück und ich sage, okay, wir gucken uns noch die restlichen Gebiete an, aber wenn ich überlege, wir haben noch Dark Souls 3 vor uns, Deus Ex, Mankind Divided. Startet für mich gerade. Für euch ist es vielleicht schon vorbei. Ich weiß es nicht. Und ja, also das wäre jetzt, glaube ich, bei mir persönlich mehr ein Zwang als eine Lust, die restlichen Gebiete zu erforschen. Und einfach liegt einfach daran, dass das Hauptspiel halt schon vorbei ist. Und das Ende für mich auch super schwach war. Und ja, mein Inneres einfach immer mehr abschließt mit dem Spiel und ich dementsprechend wohl das Ganze hier beende. Ich hoffe, euch hat das Let's Play Projekt Spaß gemacht. Wir haben ja einen Bonusteil noch gezockt mit diesem Eisding hier, was echt eine coole Gegend war, und haben auch das Chaos nochmal besiegt. Von daher denke ich, es ist einfach auch ein guter Abschluss. Ich hoffe, ihr guckt auch die anderen Let's Plays von mir an. Ich werde auf jeden Fall auch irgendwann noch mit Dark Souls 3 anfangen und das durchzocken. Logischerweise, das wird ein paar Monate dauern. Ich denke,
Es wird nicht so lange dauern wie meine Pause zwischen Dark Souls 1 und Dark Souls 2. Mir hat Dark Souls 2 einfach insgesamt mehr Spaß gemacht. Fand es weniger frustrierend auf jeden Fall, was auch an den Phantomen lag, die mir geholfen haben. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass es wieder, was weiß ich nicht, wie lange hat es gedauert? 1,5 Jahre, 2 Jahre oder so? So lange wird es bestimmt nicht dauern. Versprechen kann ich nicht. Es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, was für Projekte, was für neue Spiele rauskommen und ich zocken möchte. In diesem Sinne, lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall irgendwann kommen, Dark Souls 3. Und falls irgendwann Dark Souls 4 angekündigt wird, vielleicht bekomme ich es diesmal hin, dass ich Dark Souls 3 vorher durchspiele und wieder Dark Souls 4 zum Release-Termin zocken können. Aber soweit ich weiß, ist da bisher noch nichts angekündigt. Von daher kein Stress. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Und bei den meisten anderen Spielen tut's eher weh, mit dem Spiel abzuschließen. Bei Witcher 3, das war hart, aber da habe ich bisher auch noch nicht angefangen mit den Bonus. Also vielleicht seht ihr jetzt schon die Videos zu den Bonus-Teilen, also zu Heart of Stone und Blood and Wine, aber ich habe noch nicht angefangen, das zu zocken. Werde jetzt erstmal Deus Ex Divided oder Mankind Divided zocken, dann wahrscheinlich auch recht schnell noch anfangen mit den Witcher 3 Expansion Packs. Und Witcher 3 war echt ein hartes Ende, damit aufzuhören. Das waren so viele Folgen, fast 400 Folgen Witcher 3. Klar, waren auch viele Folgen Dark Souls 2 mit über 160. Aber es ist irgendwie einfacher, bei dem Spiel abzuschließen. Und wie gesagt, vielleicht rede ich jetzt hier die ganze Zeit noch rum und dann geht's morgen weiter, weil ich dann doch wieder nochmal Lust hatte. Ich gehe aber nicht davon aus, ich denke, das war's. Und wir sehen uns dann bei den Dark Souls Spielen ersten Teil 3 wieder. Wir werden sehen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis bald, bis im nächsten Let's Play. Tschüss.